Joachim Löw hat seine Spieler genau im Blick. Bis zum 29. Mai hat er noch Zeit, seinen endgültigen EM-Kader bekannt zu geben. Dass der Dortmunder Mats Hummels dazu gehört, gilt unterdessen als sehr wahrscheinlich. Im Moment sieht es so aus, als sei die Chance da, eben auch für mich persönlich zu spielen. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen oder in den nächsten 2-3 Wochen dann endgültig zeigen. Deswegen ist da eventuell auch Geduld gefragt. Für Hummels wäre es das erste große Turnier im DFB-Dress. Der 23-Jährige gilt als einer der besten deutschen Innenverteidiger. Für ihn eine Schlüsselposition auf dem Weg zum EM-Titel. Spanien ist 2010 nicht aufgrund der Offensive, sondern ganz klar aufgrund der Defensive Weltmeister geworden. Sie haben das Halbfinale 1-0 gewonnen, sie haben das Finale 1-0 gewonnen, also da kein Feuerwerk abgebrannt, sondern der Grundstock ist immer die solide Defensive. Deswegen wird es für jede Mannschaft, die den Titel holen will, wird es immer darauf ankommen, nicht allzu viel zuzulassen, weil man merkt eben, je mehr Gegentore man kassiert, desto schwieriger wird es natürlich vorne, das wieder auszugleichen. Schwierig wird vor allem, die noch fehlenden Bayern-Stars jetzt wieder aufzurichten. Insbesondere Bastian Schweinsteiger scheint nach seinem verschossenen Elfmeter im Champions-League-Finale schwer angeschlagen. Dass er bis zur EM wieder auf der Höhe ist, darin sieht Hummels keine Probleme. Ich glaube, dass das überhaupt kein Thema wird für den Basti, weil es passiert einfach leider, dass man gute Momente hat und schlechte Momente. Im Halbfinale war es ein extrem positiver, als er einen entscheidenden gegen Real reingemacht hat. Jetzt war es eben leider dieser verdammt schlechte Moment. Das wird natürlich noch ein bisschen, denke ich, nachwirken. Aber spätestens, wenn es dann losgeht, dann ist das auch kein Thema mehr. Am 9. Juni gegen Portugal ist es dann soweit, wahrscheinlich mit Hummels. Doch bis dahin wird der Bundestrainer seine Spieler noch genau im Blick haben.